So, grüß euch und herzliches Servus an alle, die dabei sind, zu einem weiteren Elan-Gefecht, diesmal einem 3 gegen 3. Und ich spiele zusammen im Team mit dem Talin. Mit dem Talin. Da hat sich wieder gemutet. Na toll, und dem Geo. Und, hallo. Und wir spielen hier, wie gesagt, ein 3 gegen 3, und zwar gegen Blöderino, der auch aufnehmen wird. Ja, Talin ist gemutet. Okay, der kommt hoffentlich gleich wieder. Dann den Dark King und den Florian hier. Wir sind auch in einem anderen Voice-Chat schon. Wir hoffen, Talin kommt jetzt gleich noch dazu. Nein. Ansonsten muss ich hier tatsächlich... Da rein. Ja, immer schön spammen. Ansicht von den Rollen her, ich bin ja erfahren. Rino ist Anfänger, genauso wie Gio und Talin. Und, ich, ja. Und Dark King und Florian sind Amateure. So, bin wieder da. Wir haben schon die Anmeldung. Ja, wir haben schon die Aufnahme gemacht. Ey, ihr Schweine. Das gibt's ja gar nicht. Dann starte ich zwar auch meine Aufnahme. Kannst du es dann auch nur schnell sagen? Hallo, hallo, wir verlieren alle. So, ja genau, wir verlieren alle. Es sind hier 6 Leute hier, die alle verlieren werden. Genau, und da drückt man extra nicht mal los. Genau, ich spiele mit... Und Talin ist schon wieder raus. Ist rausgeflogen. Es wäre mal vielleicht ein bisschen besser, den Chat zu... Na, halt, stopp, Team noch. Halt, stopp. So. Nein, ich habe keine Farbe mehr, verdammt. Ja, dann... Ist doch egal, die Jojo-Ex und Sturmat-Ex sind eh schon vergeben. Genau, eben. Dann ist es mir so egal. Also können wir eh nur gewinnen. Ja. Also der für Ton euch gleich ist, mal zu... Der Ton bleibt auf Deutsch, hast du gesagt? Ja, ja. Als Info für euch gleich. Ihr habt unten in der Mitte zwischen euren Gegnern sind 2 Trolle, die schaut ihr, dass ihr hoch. Also bei Talin links oben, also ganz oben in der Mitte, und für dich ganz unten, die holt ihr, die restlichen Trolle creepig. Okay? Wie unten in der Mitte, aber da ist bei mir... Ich mach gleich Leuchtfeuer. Ich mach gleich Leuchtfeuer. Bereit? Und ich starte mit... Achtet auf eure Schritte. Ich hoffe mal, ich krieg das so ohne weiteres. Hab ich hier nur einen Bauplatz, einen Siedlungsplatz hier. Schau mal, Talin, deine Trolle sind hier. Ja, ich weiß wo ungefähr, wo die sind. Und deine... Krieg ich die mit den Imna-Schwert dann down? Mit Gildor, ja. Das ist eine Ork-Höhle. Hoffe ich mal, das klappt nicht. Auf Orks. Haltet nach dem Feind Ausschau. Die Schlacht hat begonnen. Wir haben ein neues Gebäude. Soll ich die Trolle direkt creepen oder die Orks vorher? Die Orks schon. Okay. Ich meine, ich muss eher auf Speere warten. Ne, gib mal trotzdem, genau, du holst dir die Speere und creepst dann damit, ja. Ah, das sind jetzt die Waldelbenhilfe da. Sind jetzt auf dem dritten Reiter vom den Spells, ja. Genau, ob die DTS gestärkt worden, das, weil... Da sammeln es jetzt auch mehr Truppen. Wir kommen aus Lorien. Wir müssen ihn standhalten. Schnell, Elben des Waldes. Bleibt wachsam, Elben. Bleibt wachsam. Bereit? Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Puh, okay, den ersten habe ich schon mal. Ja, bei mir musste halt um den Berg rum. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Ah, jetzt kommt er. Scheiße. So viel dazu. Ne, du musst halt gucken. Da werdet ihr jemanden antreffen. Lorien schickt seine Bögen. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Scheiße, die machen wir platt. Wir müssen die Wälder schützen. Zieht eure Waffen, Elben. Beeilt euch. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Fuck, ich krieg die Trolle nicht. Zieht eure Waffen, Elben. Haltet nach dem Feind. Ja, also bei mir kannst du unten die Markierung wegmachen, wenn du. Mach ich gleich. Ich muss gerade noch selber einen Troll kriegen. Wie kostet das? 650. Macht euch bereit, Elben. Hä? Ja. Scheiße. Es geht vom Deck noch. Macht euch bereit. Ein Höhlentroll. Wir müssen die Wälder schützen.
Na, also wie gesagt, ich war nicht schnell genug. Ich habe die Trolle nicht gekriegt. Schade. Okay. Lena hat Leck. Bei mir läuft es eigentlich nicht so weit. Macht euch bereit, Elben! Zieht eure Waffen, Elben! Macht euch bereit, Elben! Wir müssen die Wälder schützen! Was haben wir eigentlich als Gegner? Wir haben Gondor, was noch? Macht euch bereit, Elben! Mein Gegner muss ich noch erfahren. Oh, ist ein Gart. Was auf jeden Fall in diesem Patch geändert worden ist, ist halt, geht mehr auf frühe Außenwirtschaft. Die also wir haben mehr Geld, der auf Waage geht. Okay, also Sperre bauen. Macht euch bereit, Elf. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Beeilt euch. So, wir müssen die Wälder schützen. Komm mal gleich mal mit, Charlie. Wir haben ein neues Gebäude. Bereit? Da ist auch noch ein Troll hier. Bleibt wachsam. Nimmst du, oder? Ja, den kannst du schon holen. Den der pusht jetzt bei mir durch. Ich bin noch da hier. Okay. Also oben halt. Ich komm. Waage kommen hoch. Die Wälder schützen. Ja, ich hab den Piken. Auf Piken. Die Schlacht hat begonnen. Lass sie nicht durch. Ja, schon letztes zurück. Geh mal vielleicht mal gleich mal hoch, vielleicht baut dir ein Ding hin. Ein Vorposten oder so. Aber nur zwei Einheiten aktuell. Ne, schaut doch gar nicht so schlecht aus. Habt ihr irgendwelche Regeln mit Galadriel Quartier? Ihr dürft mitspielen. Also auch voll ausbauen? Ja. Die sind genervt worden. Das ist der feindliche Stützpunkt. Wir sehen den Feind. Haltet nach dem Feind Ausschau. Okay, das. Bleibt wachsam. Sie greifen einen Malornbaum an. Das Gebäude ist fertig. Wir müssen die Wälder schützen. Bereit? Macht euch bereit, Elben. Zieht eure Waffen, Elben. Bleibt wachsam. Zieht eure Waffen, Elben. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Bereit? Unsere Heimat ist in Zieht Gefahr. Eure Waffen, Elben. Wir haben ein neues Gebäude. Treibt diese abscheulichen Bestien zurück. Der Feind ist nah. Wir müssen die Wälder Oh, Imla haben wir noch. Bereit? Zieht eure Waffen, Elben! Ja! Fokus mal den Pippin, der ist fast tot. Ach, den haben wir da kalt. Okay, er ist nicht fast tot. Wir müssen die Wälder schützen. Das Gebäude ist fertig. Ich baue mal gleich ein Grab und hol Ding hin. Dann kommen wir. Ja. Wer will einen Gefallen? Oh, Waage. Da hinten. Das ist mir blöd, da mein Drauglin verreckt. Nicht so ideal, dann muss ich jetzt auch nicht wieder überleben. Wir sehen den Feind. Jetzt kommt der Isengard wieder hier. Komm mal, schau mal mit deinen Truppen. Sie attackieren unsere Rohstoffe. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Fangen wir an. Kämpfen wir mal. Ich bin gerade kein SP geblockt. Wer will einen Gefallen? Bereit? Zieht eure Waffen, Elben. Haltet nach dem Feind aus. Wir müssen die Wälder schützen. Eindringlinge! Pass mal auf, du bist gerade umzingelt. Zieh dich mal. Geh mal hier hinten. Geh hinter. Oh mein Gott, meine Maus. Gut. Ja, du bist gerade umzingelt von dem... Wenn der reingeht, hast du ein Problem.
Das war jetzt gerade ein bisschen blöd. Ja. Lorien schickt seine Böse. Boah, ist das wirklich eine Frage holen? Komm. Wer will einen Gefallen? Nein, ich wollte keinen Blumen auf der Zerbrücke. Ja, ich muss... Ja, komm, wir pushen mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was der Ding gerade macht. Zieh du dich mir zurück einfach. Den Bauplatz ist deiner, kannst du gerne holen. Ja. Unsere Stadt wird größer. Okay, zurück, zurück, zurück. Ein Ticken zurück, solange der seine Fähigkeit beschwört. Uns hat das Land umsonst gecursed schon. Na, die bleibt ganz schön lang. Müsste aber gleich verschwinden. Okay. Wer ist denn da oben? Imla. Jetzt können wir... Ach, der hat einen Aragorn schon. Dann gehen wir mal einen Ticken zurück, wenn dann... Oh. Was ist denn die Waage? Mhm. Achso, willst du jetzt kämpfen? Geh mal... Nee, zurück zu dem Ding. Wir sind gerade das unten. Ja, die sind alle drei gerade unten. Bleib mal stehen, drück S, drück S. Ich? Nee, Geo, Talin, ich kämpfe gerade mit Talin. Okay, jetzt zurück, zurück hinter das Gebäude. Und da dann wieder S, wenn du... Ich hab jetzt einen anderen gekriegt. Kill den Beregond, kill den Beregond. Wo? Ah ja, schon... zurück, ticken zurück, ticken zurück. Ich warte auf meinen Zafragorn mit möglichen Kämpfen. Der Feind ist nah. Pass auf dein Gilde auf, pass auf dein Gilde auf. Hier kommt Isengard. Ja, die muss Gott schon einen durchhalten. Wir müssen die Wälder schützen. So ist gut, ja. Jetzt ist Zafragor da. Müssten wir gewinnen. Ich habe relativ viele Waage gekriegt bekommen. Gut. Am pushen wir mal wieder ein bisschen. Macht euch bereit, Elf. Was jetzt? Ja. Wer will einen Gefallen? Ja. Die Gebäude des Feindes sind nah. Fangen Der Feind kommt näher. Einst bestand ein Bündnis zwischen Elben und Menschen. Wir müssen die Wälder schützen. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Ihr bringt großes Übel mit euch. Dein Blaublas holen, die baut da mal einen Lindenturm hin und geh auf Lindenhütte. So, bin wieder da. Achso, Talin, bau mal da einen Lindenturm hin und geh auf Lindenhütte. Die sind sehr stark. Ja. Die Schlacht hat begonnen! Ich hab keinen... Braucht der Geld von euch gerade? Ah, der hat schon Glück. Könntest du mir noch 300 schicken, dann kann ich mir den Außenposten da mal holen. Ja. Der zieht sich zurück. Oh, Imla kommt. Ich hab euch jeden von euch mal 1000 geschickt. Genau. Ihr
Ich geh mal runter. Du hältst hier unten. Oben, mit oben. Genau, hol dir den Vorposten. Ja. Geh einfach auf Lindon, Hüte und bau vielleicht halber Ratte. Ja. Das ist auch ziemlich stark. Ist da auch gut, wenn man keine Dings, keine... Ja, das ist allgemein gut. Okay. Ja, jetzt kommt Gondor natürlich wieder. Ich bleibe einfach bei dem Turm. Imla ist ziemlich viel bei uns. Angmar kommt auch schon runter. Ah ne, das bist du. Ich. Ich geh mal einen Ticken zurück zu dir. Okay, jetzt kämpfen. Schickt seine Bögen. Wer will einen Gefallen? Sie müssen fallen. Ich bringe Kunde von Elrond. Ich habe am Land von mir drüber gemacht. Oh, das ist meins, du Held. Du hast das Grüne. Achso, ja, okay. Ich muss mir einen Tipp zurückziehen. Ach, jetzt ist Isengard hier. Geh mal einen Ticken zurück. Müssen uns nicht so. Ich hab grad nämlich nicht so viel. Oh Gott, jetzt sind da drei Soldaten durch. Fokusse mal den Ukluk da. Ja, wo ist denn der? Ja, mach dann, machst du gerade schon mit deinem Halt, ja. Ja, Björn. Da, bei deinen Bogenschützen. Also bei den Einzelnen. Ja. Ja, ich hab, der hat jetzt so gut wie tot, der ist gut, er ist down. Und, geh mal zurück. Problem ist, mein Halt hier ist gestunt. Ja, der lebt schon. Ich bringe Kunde von Elrond vom Bruchtal. Sie greifen aus der Ferne an! Ihr bringt großes Übel mit euch. Elbenkrieger! An die Schwerter! Aragorn in Bogenschützen Loriens! Ja, passt schon. Ich bringe Kunde von Elrond. Der Feind hat hier sein Lager aufgeschlagen. Oh fuck, hier kommt noch ein zweiter Imler. Okay, ich komme hoch. Ich zieh mich zurück. Ja. Was jetzt? Wir kommen aus Lorien. Ihr bringt. Na ja, gut, der Lindenturm ist jetzt halt weg. Ja. Genau, bleib so mal. Da will man da kämpfen können. Wir haben ein neues Gebäude. Wir sehen den Feind. Okay, Waage wieder. Ach, Waage. Ah. Also bei mir. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Das Herz des Elben. Ah, Waage ist für mich jetzt gerade nicht so gut. Ich hab kaum Piken. Ich hab drei Trupps Piken drin. Das Herz des Elbentums auf Erden. Bereit? Beeilt sich, wir müssen mal Lohnbaum machen. Jetzt ist Gondor auch mit runtergekommen. Ja, ich komm mal. Geh mal wieder zu mir. Das alle drei. Hm. Ja, dann komm auch mit runter.
Also ich. Ja, okay. Geh mal, ja, beide bin ich sicher zurückziehen. Gibst mal ein Horn, aber er braucht Verzerrer. Zieht eure Waffen, Elben! Unsere Feinde kommen über uns her! Wir müssen die Wälder schützen! Das Herz des Elbentums auf Erden. Ich könnte eventuell immer ein bisschen von hinten abfangen. Ja, fangen wir mal ab, genau. Verstehst du? Macht euch bereit, Elben! Zieht eure Waffen, Elben! Das sind ihre Gebäude! Die machen gerade einen ganz großen Fehler, die Klumpen Bienen. Ich geb dir ein Horn, ah. Die Bogenschützen. Ich stelle meine Armee so ein bisschen deine Bogenschützen, weil ich Piken drin habe. Lass dann halt die Waage reingehen. Ich kann das Land überdecken, oder ist das von einem von euch? Ne, von mir ist es nett, aber ich könnte es auch überdecken. Ich überdeck's erstmal. Oh, da kommt schon die Waage. Auf in die Piken, jawohl. Waage sind schon in meiner Piken. Ist das jetzt, hast du deins drüber gemacht, Talion? Ja. Von unten kommt eine Isengard-Armee. Kennen wir den Aragorn da, aber den mach ich schon. Wie viel kostet ein Düsterwald? Das ist ein Hobbit von irgendwo. Nein, das ist mir jetzt auch gleich verreckt. Der war schon Level 7. Ich muss mich zurückziehen, ich verliere hier gerade ziemlich hart. Ja, wir sind noch da. Okay, warte, dann bleib ich auch da. Ja. Bei uns an der Front schaut es eigentlich gut aus. Ja, wir werden gerade von hinten halt von hier, Isengard attackiert. Ich hab die mal gestunt. Greif mal an mit allem, was du hast. Wen hast du? Ich komme halt nicht an den Lindonita da hinten rein, das ist ein bisschen problematisch. Wir müssen ihn standhalten. Ich hab einen Rogash. Oh fuck, ich glaube meine Truppen sind bis da nicht. Nee, doch nicht, lol. Sieht so aus. Ich brauche meinen Mann den Bogenschützen. Mein Rogash war das gerade. Ich könnte auch nochmal stunnen irgendwas. Ja, ich habe auch was. Mach noch stunnen. Ja, die sind noch gerade gestunnt. Achso, Imla ist der Talin. Ich hab die da hinten nochmal gestunnt. Och Mann. Ich hab vergessen, dass Talin hier Imla ist. Ich wollte die ganze Zeit angreifen. Fuck, die kommen sogar noch einigermaßen weg, glaube ich. Warte. Ja, die kommen sogar noch weg. Die stehen. Oh nee, jetzt nicht mehr. Sehr schön. Kill die Armen, fokus die Armen. Komm, wir finishen gleich mal den anderen, den Imla raus. Imla. Ich bringe Kunde von Elrond von Bruchtal. Bereit? Wir sehen den Feind! Ich bringe Kunde von Elrond von Bruchtal. Kann ich mal noch 5? Wir haben einen unserer Feinde zerschmettert! Einer hat... Ja, das war's. Genau, das war doch ein tolles Spiel. Wer waren eigentlich jetzt wer von den Gegnern? Also wer weiß Gute grad? Frage. Gute Frage. Das habe ich mitbekommen. Der Rest weiß ich auch nicht genau. Isengard war Bladarino. So, der Einzige, wo ich das an den Wagen da gesehen habe. Die anderen habe ich nicht drauf geguckt. Das müssen wir jetzt auch in der Statistik, glaube ich, sehen. Ja, stimmt. Dark King war Gondor und Florian war Imna. Mhm. Dann habe ich die ganze Zeit gegen Bladarino gekämpft. Dann gehen wir mal zu denen rüber, oder?
Ja. Können wir machen. Ich beende dann vorher schon mal die Aufnahme. Okay. Ja, ich hätte es jetzt noch während dem Gespräch gemacht. So, ja gut, können wir auch. Ja. So. Hallo. Hallöchen. Ja. Ja. War doch eigentlich ein ganz gutes Spiel. Naja. Keine Ahnung, sind die Teams balanced oder sind die nicht balanced? Sollen wir wechseln oder sollen wir nicht wechseln? Was meinst du? Ja, also ihr habt mir halt für meinen Zafrago echt gut Level gegeben. Also ihr habt da teilweise dann eure Einheiten ein bisschen zu stark geklumpt und dadurch konnte ich halt mit Zafrago einmal schön rein. Und Platarinus zwei, dreimal mit seinen Wagen in meine Speere rein. Ja gut, das ist natürlich bei dem Delay auch so ein bisschen schwer zu managen. Ja und Dark King, dein Problem war, du hast für meinen Zafrago dann gekillt, aber hast ja selber, glaube ich, dann zwei bis drei Helden verloren, oder? Hast du meinen Zafrago killen wolltest? Ja, die waren in deinem Klump. Ich wollte dich rausziehen, aber irgendwie haben die nicht auf mich gehört. Ja, die waren halt dann umzingelt, dadurch konnten sie nicht mehr raus. Helden können raus aus dem Single und erleiden halt Flankenschaden. Einheiten sie erleiden Flankenschaden und dadurch sind aber die waren natürlich Helligwin auch verlangsamt. Aber ich hab mit Helligwin auch drauf. Aber hast du auch Beatrifcon drauf, ja, ich weiß. Ja, auch auf Aragorn halt immer so dann, was ich halt gerade gefokust hab. Ja, ihr halt erst dein Beregon gekillt und danach gesehen, dein Aragorn ist auch in meinem Klum. Auch mal killt. Nur in der Zwischenzeit habe ich dann nicht auf Zafrago geachtet und der wurde dann auch gekillt. Aber ja, Helden zu gehen war auf jeden Fall ein Fehler. Wahrscheinlich hätte ich irgendwie auf Turmwachen gehen sollen. Ja, nicht unbedingt Turmwachen, halt eher vielleicht ein paar Waldläufer mit Faramir oder so. Ja, Waldläufer vielleicht, aber kaum. Ach, sonst hätte eigentlich nicht gepasst, mit die Helden oder so. Die Dixer. Ja, wechseln wir die Teams durch oder machen wir die Teams so, wie sie sind oder was machen wir? Erstmal die Aufnahme, genau. So. Und danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.